Ja, Leute, willkommen beim neuen Video. Freunde, endlich ist es soweit. Der Moment, auf den ihr alle da draußen lange gewartet habt. Der Moment, den wir hier seit Wochen lang von uns wegschieben. Ihr wisst, worum es geht. Es geht um die Terrasse. Deswegen, Freunde, kurze Storytime. Wir wollten dieses Projekt schon viel früher fertig haben, aber weil wir keine Terrassenprofis sind, hat das ein bisschen länger in der Planung gedauert. Deswegen mussten wir irgendwie über die letzten Wochen immer wieder neue Dinge einkaufen, damit wir das Video vernünftig drehen können. Dementsprechend sieht unsere Bude auch so aus, weil hier haben wir einen halben Dschungel, Francesco. Alles voller Chaos. Hier ist schon auch alles eingekauft. Hier habe ich ein Anti-Vampir-Stab, falls irgendwer mal Stress machen sollte. Dementsprechend, Branky, hier haben wir auf jeden Fall schon die Pflanzen. Diese Kissen, die seit Wochen rumliegen, und Freunde, unsere Terrasse. Also, die sieht einfach nur Katastrophe aus. Kommt mal mit. Pass auf, Francesco, stolper nicht. Das ist hier eher Takeshi Castle als unsere Terrasse. Ja, wirklich. Dementsprechend, Freunde, ja, unsere Terrasse. Wir haben halt keinen Keller. Deswegen wurde aus irgendeinem Grund unsere Terrasse zum Keller. Und diese hässlichen Tische, mit denen wir uns seit einem Jahr rumquälen, auf denen man nicht mal essen kann, weil alles hier wackelt, haben wir von dem Mieter davor übernommen. Zug, Francesco. Okay, wir brauchen echt dringend eine neue Bude. Aber egal, erstmal zur Terrasse. So, dementsprechend, ja, haben wir den ganzen alten Stuff. Und der kommt jetzt erstmal raus und wir machen die Terrasse endlich mal sommertauglich. Denn wir haben noch... Denn wir haben nicht mehr so lange noch Sommer. Dementsprechend müssten wir das jetzt langsam anfangen, damit wir was von der Terrasse diesen Sommer noch haben. Freunde, das wird ein richtig, richtig anstrengendes Projekt. Abgesehen davon, dass wir natürlich schöne 35 Grad haben. Und es gibt doch nichts Schöneres, als den ganzen Tag bei 35 Grad draußen zu arbeiten. Naja, Freunde, ich begrüße euch bei der ersten Folge von... Pimp My Terrasse bei Crispy Rob. Der Moment ist gekommen. Es heißt Abschied nehmen von diesem wunderschönen Ding, was uns seit einem Jahr begleitet. Und sehr viele Leute haben sogar hier drauf übernachtet. Dementsprechend tut das auf jeden Fall ein bisschen weh, das abzubauen. Aber es sieht halt einfach mittlerweile nicht schön aus. Durch die ganzen Stürme, die wir in Deutschland irgendwie dieses Jahr hatten, ist das Ding einmal vollkommen ausgerastet. Hat so drei Saitos über die Terrasse gemacht. Ja, ich habe Fliegen gesehen. Wurde auf diesem Tisch, der andersherum stand, aufgespießt. Ja, und alles ist gerissen. Vielleicht bauen wir das irgendwann in der neuen Bude auf. Aber jetzt kommt es erstmal weg. Ich finde auch Frankos Job einfach klasse, Francesco. Frieders Kacke auch, Freunde. Hier seit Monaten so. Frieder geht halt manchmal zwischendrin zum Kacken auch mal raus. Aber du machst das super, Franco. Unsere Terrasse ist auf jeden Fall jetzt sauber. Haben auch nur 1,5 Stunden gebraucht, um den ganzen Scheiß hier abzuschrubben. Aber es geht sofort weiter, denn endlich kriegen wir einen nicen Außen-Essbereich. Ich würde mal sagen, wir bauen direkt den Tisch und die Stühle auf. Aufbau-Action in 3, 2, 1, go! Francesco, mein Bruder, endlich haben wir einen Ort, an dem wir vernünftig draußen essen können. Dieser Wackeltisch, ja, weißt du noch, man saß so und hat seinen Grillteller so alles hat gewackelt, wenn der Zug vorbeifährt, hat noch alles doppelt so gewackelt. Wir hatten nie ein Esstisch. Toll, und jetzt kann unser Besuch sich auch vernünftig hinsetzen. Ja. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Oh. Bleib hier, warte. Okay, warte. Was könnte hier drin sein? Oh. Und zwar habe ich uns was Kleines besticken lassen. Und zwar Team Bro-Kissen. Oh Mann! Sind die nicht geil? Geilo! Und die kommen jetzt noch als Rückenkissen für die Stühle. Mega! Dass man viel geiler, gemütlicher sitzen kann, weißt du? Das soll direkt Beauty-Shots davon machen. Ey, die Beauty-Shots kommen später. Die kommen später, Frankie. Und gleichzeitig haben wir so welche Dinger gekauft, weil die sind super praktisch, um... Wenn es regnet, Sachen, genau, ne? Wenn es regnet, um alle Sachen zu verstauen. Ist jemand gekommen? Hä? Hallo. Moin. Na? Alles gut? Herr Koslowski, sind Sie bereit? Was macht ihr hier wieder? Ach, arbeiten wie immer. Okay, cool. Hilfst du wieder mit? Bruder. Nice, danke schön. Let's go. Ich weiß nicht, was du machen sollst. Ach, du kennst das doch. Crispy Rob Videos. Immer dasselbe. Irgendwas bauen. 1000 Stunden sägen, 1000 Stunden putzen. Kannst du sauber machen, oder? Oh, warte. Danke. Nimm mal die kleinen, Bruder. Was ist das? Das ist Kinderarbeit, das ist verboten. Ach was? Was ist da drin eigentlich? Das ist der neue Schirm. Ey, das ist eine Ehre. Ja, Mann, du darfst den Schirm anbringen. Danke. Aber ich weiß nicht, warte, ich glaube, du brauchst Hilfe. Soll ich den anbringen, oder was? Ich helfe wirklich jetzt. Warte. Ich glaube, ich will es alleine nicht mal ausgepackt bekommen. Hey,
Der sieht doch voll geil aus. Es ist halt überdimensional. Ja, irgendwie habe ich auch nicht damit gerechnet, dass das Ding so groß wird. Aber ich finde, das kommt voll geil. Sieht schon mächtig aus auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Ja, Mann. Fett. Weiter geht's. Freunde. Wir haben hier uns was Gemütliches gebaut, aber eigentlich fehlt noch einiges. Ist okay so. Warte, ich chill mich dazu. Man will gar nicht mehr aufstehen. So, Freunde, das ist jetzt quasi unsere Chill-Ecke, aka Ruster Home 2. Dementsprechend haben wir uns überlegt, eigentlich brauchen wir einen Ort, wo man einfach so ein bisschen auf dem Boden chillen kann und ja, die Seele baumeln lassen. Und wir hatten gar keinen Bock auf so die Hightech-neue moderne Terrasse, sondern haben eher so diesen Ruster-Flavor gefeiert und ich finde, das ist voll geil geworden. Es fehlt noch jede Menge Deko, aber das hier ist so das Grundprinzip von, man grabt sich einfach einen Teppich aus der Kiste, rollt hier alles aus, chillt sich hin, macht einen gemütlichen Abend und rollt wieder alles ein, wenn es regnen sollte. Nice. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt so die Chill-Area quasi schon so grob fertig haben. Als nächstes kommt das Komplizierte. Let's go. Okay, Freunde, jetzt wird's interessant. Damit habe ich nicht vor, Falco aufzuspießen, sondern das wird hier aufgestellt, dann wird das Seil gespannt und dort hinten wieder dran gemacht. Und dann können wir auf dieses Seil mega geil Lichter drauf bangen. Okay, Freunde, let's go, lass schnell dran machen. Dima, du musst wahrscheinlich mit dran ziehen. Das Allerwichtigste ist, dass wir genug Spannung haben, weil dieses Ding darf nicht abfliegen. Wenn das Ding anfängt zu fliegen, dann sind wir tot. Spießt jemand ab. Auf jeden Fall so richtige Russentricks. Ja. Panzer hält. Freunde, wenn ich eins gelernt habe, dann Kabelbinder hält alles fest. Wirklich alles. Nur keine Kabel. Und dein gebrochenes Herz. Ja, Philipp ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dreh mal die Kamera weg. Der Glück hat zu weinen. Lass uns das festmachen. Sie guckt das. Hallo. Das kostet sich nett, das Maul. Ich zensiere ihren Namen, da passt das. Wir halten uns alle gegenseitig. Sieht das nicht falsch aus? Gar nicht. Ah, okay, ich kann dir mithelfen. Warte. Okay, ich hab's gefutzt. Nein. Wir sehen uns gleich. So, fast geschafft, Freunde. Jetzt muss nur noch das Seil an dem befestigt werden. Und dann haben wir einfach ein Seil gespannt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wenn ich loslasse, wird der Pfeiler umkippen. Wird das Metall aus der Wand brechen. Wird Philippe das überleben. Das alles und viel mehr sehen Sie in der nächsten Folge von Meine Ex-Freundin. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet. Ich hab extra nichts gesagt. Es funktioniert! Okay, Frankie. So, mein Freund. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach alles fertig machen. Die ganzen Details, die ganzen Beauty-Shots. Oh ja, Beauty-Shots. Und alles drumherum. Schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr eigentlich vergeben, ja oder nein? Single oder vergeben? Ich find's witzig zu wissen, wie die Leute da draußen sind. Du bist nur neidisch auf die schöne Zeit, die ich hatte. Wenn ihr Single seid, meldet euch bei Philippe. Der braucht immer. Läuft nicht so. Sein Herz ist immer noch gebrochen. Aber das wird schon, Digga. Du bist ein starker Mann. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall das Ganze jetzt fertig machen. Und dann Team Will. Freunde, Team Bro macht keine halben Sachen. Ich glaube, wir müssten mal Simon anrufen und dem zeigen, was wir später so gebaut haben. Ich meine echt, das wird noch richtig geil. Wir machen alles fertig und dann kommt Simon schon. Let's go. Beauty Shots. Wow. 3, 2, 1. Go. Also Freunde, ganz kurz, ihr kennt ja unsere schäbige Terrasse, ne? Mit diesen Löchern und alles steht so voll im Chaos und alles Katastrophe. Also kommt herein.
Luxus. Das ist Rasta Home 2 aus Thailand. Alter, Digga, hier ist einfach Rasta Home of Doom. Ich liebe diese Asian Shit Style. Ja, Mann. Boah, sogar so ein kleiner Tisch. Ja, Mann. Also wir haben so das Konzept, dass so dieser neue Essbereich hier mit den Team Bro Kissen. Die sind sick. Die sind geil, ne? Da müssen wir aufstocken, wie gesagt. Oh, Team Will, Team Will. Wir sind euch immer einen Schritt voraus. Rob, meditierst du noch nicht hier unten? Ja, nein, Mann. Das ist so, dass wir quasi hier so einen Essbereich machen und dann irgendwie so ein, halt einfach ein Ort, wo man chillen kann. Weil im Kino, das Kino ist zwar geil jetzt zum Chillen, aber es ist irgendwie so ein Kino. Es ist ein Kino. Also im Endeffekt haben wir immer noch kein Wohnzimmer. Nur, dass wir irgendwie ein bisschen den Wohnzimmer-Vibe auch so Rusterhome-mäßig auf die Terrasse gepackt haben. Warte mal ganz kurz. Leute, kennt ihr das Rusterhome? Hast du Bilder zeigen können? Nee, ich habe noch gar nichts über Rusterhome erzählt. Ach, schade. Leute, Rusterhome. Rusterhome war halt so eine kleine Bar in Thailand auf Koh Phangan, wo es die besten Bananenshakes gab. Und es halt so alles war voll entspannt eingerichtet. Es war auf jeden Fall so ein Ort, wir waren da in Thailand ja zwei Wochen im Urlaub, das habt ihr ja irgendwie mitbekommen auf jeden Fall, dass wir die Roomtours und so gemacht haben. Und das war so ein Ort, der sah halt wirklich überall so aus wie da, aber wirklich müsst ihr euch vorstellen, auch so, sag ich mal, vielleicht die 120.000-fache Größe, wo überall einfach so diese Teppiche waren, dieser Vibe war einfach so einzigartig. Digga, das ist der Raum, der so eine Inspiration einfach ein Stück Thailand hier auf Team Bro. Und jetzt kann man hier so einfach gemeinsam chillen, ein bisschen quatschen, entspannen und noch so die letzten Sommerwochen genießen. Ja, Mann. Haben sie es auch nach Rasta und Zeit geschafft. Ja, Digga, machst du dann so ein Winter-Special hier rein auch? Boah, Freunde, sollen wir so einen Wintergarten auf die Terrasse bauen? Digga, was sagst du denn? Warte mal, ach so, du meinst so Blasdruck oben so. Tschüss. cool, freut mich. Alles klar, cool, dass ihr gekommen seid. Wir werden jetzt das Ganze hier irgendwie einweihen. Ja, geil. Nach so einem heftigen, stressigen Tag auf der Gamescom. Voll. Ich habe auch schon Essen vorbereitet. Okay, nein, habe ich nicht. Wir können Essen bestellen. Egal, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. So, Freunde, fast vergessen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. I'm sorry, ich bin etwas heiser. Ich habe auch ein bisschen zu viel rumgeschrien, denn wir haben eine Parodie gedreht. Schaut auf jeden Fall mal bei Dima vorbei. Das müsst ihr auf jeden Fall sehen. Also, ihr kennt doch wahrscheinlich Katjas neuen Song. Deswegen auch die Mütze, deswegen keine Stimme. Schaut einfach vorbei. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke, Freunde, und wir sehen uns Mittwoch dann wieder. Tschüss. Schaut auf jeden Fall vorbei. Jetzt sofort. Meine Eltern schauen mich an und ich an. Die Hose runter, es geht ba 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 bam. Ich hab eine 6, ey, Blay. Wie soll ich es jetzt denn meinen Eltern erklären? Wieder eine 6, ey, Blay.